Morgen. Samstag. Hab schnell den Vlog gestern noch hastig geschnitten und hochgeladen. Und jetzt geht's ab zur Hochzeit mit dem neuen Wohnen. Da ist jetzt die App am Laufen. Neue Firmware drauf. Aber so richtig mit einfuchsen werde ich mich da erst am frühesten Sonntag mit können. Aber filmen werde ich damit trotzdem heute schon so ein bisschen. Mir geht es um die ganzen Spezialfunktionen. Das schaffe ich erst am Sonntag. Da sind wir schon am Auto. Oh, ist das schwer. Mal kurz überlegen, habe ich alles eingepackt? 1,5 Stunden fahre ich. Wäre ungünstig, wenn ich nochmal was holen muss. Ich bin da, wo ich hin muss. Hier ist 0 Handyempfang. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich hier wirklich richtig bin. Ein Brautpaarloser. Mir einen Überblick verschaffen. Ein kleines Plättchen zum Akkuladen suchen. Und mal gucken, ob ich schon mit der Drohne hier rüber fliege und die Räumlichkeiten filme, dass das an sich ein entspannter Tag wird. Das Licht ist eigentlich perfekt. Und ich bin eine Stunde zu früh übrigens. So, jetzt ist es um 10, ziemlich genau 12 Stunden später und ziemlich genau an dem Ort, wo wir heute auch angefangen haben, habe ich jetzt Feierabend. War eine coole Hochzeit, keine Ahnung wie viele Akkus durchgejagt und nachgeladen und bestimmt so um die 150 GB Material gesammelt. Coole Hochzeit gewesen, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich genug Material für einen Vlog zusammen habe. Mal gucken, die Nettie habe ich auf jeden Fall gefilmt und Nettie hat ein paar Fotos von mir gemacht. Mal schauen, was ich daraus gebastelt kriege. Entschuldigt den letzten Vlog, der wirklich ein bisschen hastig war. Ich werde mich mal noch ein bisschen um den Wohnen hier kümmern. So, ab nach Hause. Gucken, dass ich heil nach Hause komme. Oh,
Internet. Ich bin Stefan. Oh, jetzt ist erst Montag. Ich versuche hier gerade in aller Öffentlichkeit zu vloggen. Das ist mir furchtbar peinlich, aber ich mache es mal trotzdem. Am liebsten hätte ich schon ein Video für den Wohnen gemacht. Zumindest habe ich ihn inzwischen gangbar bekommen, aber ich bin mir noch nicht so sicher im Umgang mit dem Wohnen. Auf jeden Fall das Kennwort, falls ihr selber Probleme habt. Das Passwort, das Bluetooth-Passwort für die App ist 123456678. Ich bin noch nicht ganz so zufrieden mit dem Material, was ich von dem Wohnen kriege. Und darum maß ich mir auch nicht an, schon irgendwelche Tipps und Tricks-Videos zu machen dafür. Und dazu kommt noch, dass ich noch ein, zwei Aufträge dazu bekommen habe. Ich habe einen ganzen Haufen zu tun jetzt. Erstmal die Woche über und die nächste wahrscheinlich auch. Darum wird das erstmal der letzte Vlog soweit sein. Und ich werde euch mal die Testaufnahmen von eben vom Wohnen erstmal einspielen. Könnt euch selber ein Urteil bilden, ob der Wohnen funktioniert oder nicht. Wie gesagt, so ein paar Kleinigkeiten sind da noch. Ich werde mal ein extra Video machen zum Wohnen S. Jetzt gerade filme ich mit dem Wohnen S. An den Wohnen M mag ich viel lieber noch. Achso, und wenn ihr irgendwas Bestimmtes wissen wollt zum Wohnen S, dann schreibt es mal rein, weil irgendwie habe ich keinen Bock, noch ein Unboxing-Video zu machen, noch ein Testvideo, noch ein Anleitungsvideo. Da gibt es schon so viele von im Internet. Gebt mir mal ein paar Anhaltspunkte, was euch so interessiert, was ich über den Wohnen erzählen könnte, was nicht schon andere Leute erzählt haben, was ihr überhaupt auch wissen wollt. Auf jeden Fall werde ich jetzt nach Hause diesen Vlog schneiden, das Material mal selber sichten, was ich so gedreht habe. Und mal versuchen, Struktur, meine ganzen Aufträge zu kriegen, wie ich die nun abarbeite. Ich glaube, diese Woche wird es höchstens noch das Video vom A5 zu sehen geben und vielleicht werde ich am Samstag noch zu Gast bei Freunden hinfahren. Da gibt es dann wieder einen Vlog und ein Autovideo. Und ansonsten danke euch fürs Reinschauen und dann muss ich mal diese äußerst peinliche Situation hier beenden. Haut rein!